Hallo, mein Name ist Carsten und ich möchte euch heute gerne das Thema Fangklammern etwas näher bringen. Hierfür möchte ich mit euch gerne zunächst einmal das Thema Klammern und Quantoren wiederholen, um dann auf die Fangklammern an sich einzugehen. Anschließend möchte ich gerne die Auswirkungen von Quantoren auf die Fangklammern darstellen, um dann nicht fangende Klammern kurz zu erwähnen. Im Anschluss daran möchte ich ein erstes Beispiel vorstellen, um dann die benannten Fangklammern darzustellen. Zum Abschluss möchte ich diese noch in einem kurzen Beispiel darstellen, um dann noch eine Zusammenfassung zu geben. Beginnen wir mit der Wiederholung der Klammern und Quantoren. Klammern bilden bei regulären Ausdrücken Gruppen, die dann mit Hilfe von Quantoren als optional oder wiederholt gekennzeichnet werden können. Betrachten wir zum Beispiel den Ausdruck ABC, Klammer auf, AB, Klammer zu, plus, so bedeutet das, dass das AB mindestens einmal vorkommt, aber zusammen auch mehrfach erscheinen kann. Der Text ABC, AB, AB wird folglich von dem Ausdruck gematcht. Der Text ABC, AB, B hat jedoch nicht diese Wiederholung von AB, sondern fügt einfach ein weiteres B hinzu. Das ist nicht möglich. Die normalen Klammern erfüllen jedoch nicht nur die Funktion des Gruppierens, sondern auch noch die Funktion der Fangklammer, welche wir uns nun genauer ansehen wollen. Fangklammern speichern den Inhalt zusätzlich noch. Das bedeutet, dass der Inhalt später wieder abrufbar ist, zum Beispiel in einem ausführenden Programm oder auch im regulären Ausdruck selbst. Dies wird im Video Variablen näher erläutert. Hier ist noch ein kleines Beispiel gegeben. Dieser reguläre Ausdruck beschreibt eine reguläre Sprache, welche mindestens drei Zeichen enthält. Alle Zeichen nach dem dritten werden jedoch mit Hilfe einer Fangklammer gespeichert und stehen damit später zur Verfügung. Das hier gezeigte Beispiel ist etwas komplexer. Zunächst einmal kommen drei beliebige Zeichen, gefolgt von beliebig vielen Blöcken bestehend aus drei Zahlen, gefolgt von beliebig vielen verschiedenen Zeichen. Hieran kann man erkennen, dass drei verschiedene Fangklammern verwendet werden. Der erste Block wird durch die erste Fangklammer beschrieben, der zweite Block wird in der zweiten Fangklammer gefangen und der dritte in der dritten. Da der zweite Block jedoch beliebig häufig vorkommen kann, wird nur das letzte Auftreten dieses Blocks gespeichert. Betrachten wir nun einmal, was das für Auswirkungen auf das Fangen der Klammern hat. Hier dargestellt sind zwei verschiedene Ausdrücke, welche den gleichen Text matchen, nämlich mindestens eins, aber beliebig viele verschiedene Zeichen. Der Unterschied zwischen den beiden Ausdrücken liegt darin, dass im ersten Fall beliebig viele Fangklammern auftreten können, welche ein Zeichen enthalten, und im zweiten Fall eine Fangklammer auftreten kann, welche beliebig viele Zeichen enthält. Wenn wir das nun am Beispiel des Textes ABC betrachten, dann erkennen wir, dass im ersten Fall nur ein C gefangen wird, während im zweiten Fall der gesamte Text ABC in der ersten Fangklammer enthalten ist. Betrachten wir nun einen Ausdruck mit optionalem Inhalt. Diese beiden Ausdrücke beschreiben Sprachen, welche aus drei oder vier beliebigen Zeichen bestehen können. Verwenden wir nun einen Text mit vier Zeichen, so wird in beiden Fällen das gleiche gefangen, wie man hier am Beispiel ABCD gut erkennen kann. Sollte jedoch ein Text mit nur drei Zeichen verwendet werden, so wird beim ersten Ausdruck die Fangklammer als optional betrachtet. Das bedeutet, sie kann den Inhalt null erhalten. Im zweiten Fall ist der Inhalt der Fangklammer optional. In diesem Fall können wir den leeren Text erhalten, wenn das Zeichen nicht vorhanden ist. Kommen wir nun noch einmal zu dem Ausdruck mit den drei Fangklammern vom Anfang zurück. Ich möchte diesen anhand des Beispieltextes ab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ein Beispiel, gerne noch einmal genauer vorstellen. Der Text wird vom Ausdruck gematcht und aufgeteilt. Wie vorhin schon dargestellt, fängt die zweite Fangklammer nur das letzte Auftreten des Blocks. Von daher wird unterteilt in ab, 4, 5, 6 und 7, ein Beispiel. Wenn wir den Text jetzt zu nu, Fragezeichen, ändern, wird er nach wie vor gematcht, da der hintere Bereich mit dem Sternchen als optional gekennzeichnet wird. Hieran kann man gut erkennen, dass der Unterschied besteht zwischen der optionalen Fangklammer, wo null gespeichert wird, und der Fangklammer mit optionalem Inhalt, bei der der leere Text entsteht.
Ein Problem der Fangklammern ist, dass wir den Inhalt ja nicht immer speichern wollen, sondern manchmal wirklich nur die gruppierende Funktion der Klammer nutzen möchten. An dieser Stelle können wir dann die nicht fangenden Klammern einsetzen. Hierfür schreiben wir an den Anfang der Klammer ein Fragezeichen gefolgt von einem Doppelpunkt. Der Inhalt wird dadurch nicht gespeichert und die Klammer wird auch nicht mitgezählt. Das bisher Gelernte möchte ich nun anhand eines kurzen Beispiels vorführen. Dafür verwende ich das Webtool regexplanet.com. Regexplanet bietet, wie man hier erkennen kann, viele verschiedene Engines aus den jeweiligen Programmiersprachen an. Damit kann man gleich testen, ob der von einem überlegte Ausdruck in der jeweiligen Programmiersprache und der jeweiligen Syntax funktionieren würde. Für dieses Beispiel verwende ich die Java Engine. Im oberen Feld kann ein regulärer Ausdruck eingetragen werden und in den unteren Feldern Texte, die anhand dieses Ausdrucks analysiert werden sollen. Der hier dargestellte Ausdruck soll einen Namen zerlegen in einen Vornamen, eventuell einen Zunamen und einen Nachnamen. Als Beispieltexte habe ich Wolfgang Amadeus Mozart, Wolfgang Mozart und Mozart gewählt, wobei Mozart den Ausdruck nicht matchen sollte. Wenn wir nun auf Testen klicken, erhalten wir das Ergebnis der Auswertung. In der linken Spalte sehen wir die Nummern des jeweiligen Textes, daneben den Text und in der dritten Spalte, ob der Ausdruck den Text matcht oder nicht. In der hintersten Spalte erhalten wir unter 0 Doppelpunkt den gesamten Text und in 1, 2 und 3 den jeweiligen Inhalt der Fangklammern. Wenn wir uns jedoch die zweite Fangklammer des ersten Ausdrucks genauer ansehen, dann bemerken wir, dass hinter Amadeus ein Leerzeichen steht, welches nicht gewünscht ist. Das entsteht dadurch, dass das Leerzeichen mit in der Fangklammer enthalten ist, wir jedoch eigentlich nur die Zeichenkette erhalten wollten. Deshalb wandeln wir den Ausdruck nun mithilfe einer nicht fangenden Klammer so um, dass wir nur die Zeichenkette speichern, das Fragezeichen jedoch mit gruppieren und damit ebenfalls optional machen. Als dritte Option möchte ich euch gerne noch benannte Fangklammern vorstellen. Wie der Name schon verrät, benennt man damit eine Fangklammer und kann den Inhalt dann unter diesem Namen statt unter einer Nummer abrufen. Dadurch kann man eine schönere Struktur herbeiführen, weil man genau weiß, was in diesem Inhalt drinstehen soll. Außerdem wird der Code dadurch später lesbarer und damit auch wartbarer. Das Problem an benannten Fangklammern liegt jedoch darin, dass sie sich von der Syntax her in den Sprachen sehr stark unterscheiden. Die hier dargestellte Syntax, Klammer auf, Fragezeichen P, in Spitzenklammern der Name der Fangklammer und dann den Inhalt, gehört zu der Sprache Python und ist so zum Beispiel nicht in .NET oder in PHP verfügbar. Außerdem ist dieses Konstrukt nicht in jeder Sprache verfügbar, sondern wird zum Beispiel von den drei eben genannten Engines unterstützt, nicht jedoch von der Java Engine. Nun möchte ich euch gerne noch ein kleines Beispiel zu dem Einsatz von benannten Fangklammern geben. Hierfür verwende ich erneut regexplanet, dieses Mal jedoch mit der Python statt der Java Engine. In diesem Beispiel soll ein Datum nach dem europäischen Format in das amerikanische Format umgewandelt werden, also statt Tag, Monat, Jahr, Monat, Tag, Jahr. Wichtig an dieser Stelle ist, dass die Ersetzung in Python mit \g durchgeführt wird. Danach kann der Name einer benannten Fangklammer einfach eingesetzt werden und die Ersetzung wird durchgeführt, wenn man auf Test drückt. Wenn wir nun das Ergebnis betrachten, sehen wir in der Target-String-Spalte unsere ursprüngliche Eingabe und in der Sub-Spalte unser gewünschtes Ergebnis. Auch erkennen wir, dass Group-Name-Mapping, welches weiter oben steht, dem Namen Monat die Fangklammer 2 zuordnet, dem Namen Jahr die Fangklammer 3 und den Namen Tag die Fangklammer 1. Daran erkennt man, dass Python intern mit den Nummern der Klammern arbeitet und die Namen nur in einem zusätzlichen Konstrukt speichert. Zum Abschluss noch einmal die versprochene Zusammenfassung. Beginnen wir mit den Fangklammern. Hierbei wird der Inhalt einfach in zwei runde Klammern geschrieben und wird dadurch sowohl gespeichert als auch gruppiert. Um nicht fangende Klammern zu erreichen, die den Inhalt nur gruppieren und nicht speichern, müssen wir nach der öffnenden Klammer ein Fragezeichen und ein Doppelpunkt schreiben, um dann den normalen Ausdruck zu erwähnen. Als drittes Konstrukt gibt es noch die benannten Fangklammern. Hier ist erneut die Syntax aus Python beispielhaft dargestellt. Mithilfe dieses Konstrukts kann man die Fangklammern benennen und damit die Übersichtlichkeit und die Struktur verbessern.
Jedoch muss beachtet werden, dass die Syntax sich teilweise stark unterscheidet und von vielen Engines gar nicht unterstützt wird. Damit bedanke ich mich dann auch für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch viel Spaß beim Ausprobieren und natürlich auch bei den kommenden Videos aus unserer Videoreihe.